So ein alter Mann ist gerade reingejoint hier. Mit Sonnenbrille und einem Medipack auf dem Rücken. Und eine Umhängetasche. Ein Kreuz auf dem Arm. Warum Ich siehst glaube, du es ist ein den? Priester. Was? Warum siehst du den? Na, weil du musst du mal deine Da. Kamera drehen, Mensch. Der hat kein Medipack auf dem Rücken, das ist eine Bibel, du Affe. Was? Das ist eine Bibel, Da Tatsache. ist ein Kreuz drauf, sieht aus wie ein Der Medipack. fällt Der auch ist wieder um. umgefallen. Ja, das ist nämlich der nächste Punkt, warum es eine Bibel ist. Da ist ein Alter. Kreuz drauf. Er hat kein Medikit genommen, Bosche umgefallen. Und noch Wie alle schnell hat mich auch ein? umgefallen. So Ey, was was macht Arschloch, ihr kannst da? du So ein ein Bibel auf dem Rücken, fall Leichenhaufen. dir um. Wer meldet sich noch freiwillig zum Sterben? Das, gestern hat mich ein Bild fast getötet. Das hat eine starke Geschichte. Ich habe einen Screenshot voll gemacht, müsst ihr euch ansehen. Da lag einfach ein Bild beim Eingang. Voll Ich habe geil. Und nicht mich hast du in rausgefunden, eine dass es ein Falle Bild gelockt. ist. Schönen Dank. Ja. Schnell, press auf Play hier, sonst, Press. nee, hier. Yay. Dann press mal. Press to play. Ich presse. Darum liegt hier eine Pressen! Scheiß-Shotgun. Heb sie auf, Du bist steck sie einfach nur ein. blind. Boah, immer diese Quatsch. 3000 Zeitlupen hier. Die sollen mal nacheinander kommen und nicht Die Sin hintereinander, City-Zeitlupe. einzeln. Hallo. Quatsch. Geh weg. Ich möge dir die Titten Internet! klein. Shit. Ich sehe Verschwinde! nix. Gott sei dir bitte. Hallo, ich bin Berserker, lasst mir doch auch mal was über. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Ich prügel euch Wow. eins. Das ist mein Team, mein Kill-Stealing so perfekt. Supercloud, oder? Den auch noch. Moment, Ah, Achtung! meins! Na, den kannst du haben, ja. Wo ist denn Es der tut mir leid, aber hingeflogen? diese Shotgun ist beschissen. Ja, weil die Killklaue ein bisschen hier. Ah, oh, jetzt schmeißt du schon wieder Granaten. Lass das jetzt. Ich will auch da. Auf jeden Fall freue ich mich wirklich, dir zu folgen. Ich habe gerade einen geilen Ping gehabt. Not. Mit dem Light bekommst du nix. Nix. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt habe ich Kills gesammelt. So. Nee, 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 nee. Tut mir leid, mir ist leider die Ammo ausgegangen. Mach ein bisschen Tittenklopfen, Frosch. Frosch, Frosch. Ich habe noch keine einzige Waffe gefunden. Ich habe auch vergessen. Irgendwo hier oben spawnte doch einer. Na, ist doch erste Runde. Das ist selten, dass eine spawnt hier. Mit der was? In der ersten Runde findest du mal so bis zu vier Waffen. Na, in der ersten Runde heulst du eigentlich die ganze Zeit rum, dass du keine findest. Ich sage theoretisch. Ja, du siehst in deine Theorie. Ich meine, solange ich die Waffe nicht gefunden habe, ist die Waffe tot und lebendig. Du, nee, wir sind hier nicht bei Schrödingers Waffe. Ah, hört auf mich zu essen! Ach so, ist ein Polizist? Das war jetzt total zusammenhängend. Oh, ich lecke! Ich leck on the cat. Jetzt klaut, er hat Leck geschlagen. Ha, er hat Leck gesagt! Oh je. Cloud hat geleckt! Das ist eine Da Jarnix Aufforderung. ist im Game. Ist das Wo sowas ist wie Jar er? Jar Binks? Dürfen wir ihn Wo töten ist er? deswegen? Ja. Ja, guck mal in Wo den ist Chat. er? Ich will ihn haben. Gib ihn mir. Der Chat? Was? Cheat. Die Sheet? Der Chart. Oh, Waffe! Meins! Ich habe Warum zwei kriegst du Waffen. denn? Ey, der Nein! schreit die ganze Zeit rum, oh, ihr müsst mir mal Waffen geben. Und dann findet er auch noch was. Undreist sowas. Ja, ne, und dann finde ich zwei Waffen und fünf Ammo-Packs in einer Runde. Jo, Ey, affirmative. Was meine gemacht? Güte, hast du hier alles weggestaubsaugert? Auch noch ein Ammo-Pack. Leck Du mach doch mal mich! den einen da weg da. Wo ist denn der jetzt? Ja, wo ist der? Das ist eine gute Frage. Wo ist Ah, hier der? ist er. Sieht's. Toll, hat ja lange gedauert. Oh, hier ist ein New Subject. New Subject? Meine Mom ist nur Job. Brauchen was. Ja, Ich würde gerne mal die Justin. Tageszeitung von der Apokalypse lesen. Jarl Wo ist Nixon? Tageszeitung? Keine Irgendwo. Ahnung. Ach ja, hier sind die Zeitungen. Scheithungen. Oh, wer liest denn sowas? Das ist im. Die Zeitungen sind ja alle in Parisig. Ah, Das ist Spechtung ja ist ein so Ding. schlauig darüber.
du die einfach raus, um schlauig darüber zu reden. So, nun stehen wir hier rum. Aua, hat die Pieks, lass das. Nip. Grübel dir eins. Also habt ihr mal schon mal nachgedacht darüber, im Hinblick auf den Boss 2015, erneut rennen Deutsche mit schweren Waffen durch Paris. Ja, kannst du mal sehen, so. Bemerke, es ist ein zerstörtes Paris. Nein, no, der hat diese Fuckwaffe aufgesammelt, ich hasse dich, okay. Den Jestem sterben lassen, er hat mir eine Waffe geklaut. Oh, du hast doch schon eine. Erst wenn du seinen Namen aussprechen aber kannst, machen wir das. Namen ohne Vokale spricht man nicht aus. Weißt du wieso? Damit ich nicht aussprechen kann. Mind blown. Wie wär's mit JSTM? Justin! Jim! 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 Tut mir leid, wir sind hier ein Land mit Menschenrechten, wir sprechen solche Sprachen nicht. Wieso habe ich hier schon den zweiten Husk am Wickel? Das also ist ja unlinks hier, unschön. Sorry, um Menschen richtig korrekt sprechen. Boah, meins! Druff! Ich habe mir das Recht, nach Guantanamo ausgeliefert zu werden. Boah! Und wir haben das Recht, unsere Persönlichkeitsrechte entzogen zu bekommen. Das ist schon mal ein Anfang. Und wir haben das Recht, unsere Daten abgehört zu bekommen. Abgehört wo zu bekommen? Na, sei froh, dass es überhaupt jemand abhört, was du laberst. Ich kann dir sagen... Ich will's nicht hören. Aber der Geheimdienst muss es hören, das ist ja der Witz daran. Überleg mal, damit, die haben extra Mitarbeiter für mich zugeteilt und hier einfach 100 Meter gewechselt, weil es aufgebraucht. Weil die so psychisch... Du verbrauchst Arbeiter im Monat. Die sind so psychisch labil dadurch. Du wirst den neuen an den Klingmeister ansetzen. Der alte ist kaputt. Tja, andere Leute, die suchen sich Psychologen. Ich nehme den BND. Husk, schon wieder. Setz den neuen auf McWar an. Der alte ist. Dem alten sein Kopf ist explodiert. Der hat zu viel Bullshit gehört. Aber was ist, wenn Orangen wirklich fliegen können? Dann wären sie einfach besser als Tomaten. Ich finde, es ist immer noch eine sehr wichtige Frage, warum der Kopf dicker ist als der Hals. Weil es rein theoretisch keinen Sinn macht. Stell dir mal vor, wenn das nicht so wäre. Alle Leute würden aussehen wie fette Daumen. Oder wie die Dinosaurier hier von die Dinos. Ja! Wie fette Daumen! Ja. Nicht die Mama, boing! Nicht die Mama, boing! Das mache ich jetzt mit meinem Kröbel hier, mit meiner Schaufel, mit meiner Schippe! Schippe! Ah, du nimmst die Gegner auf die Schippe! Ja! Ich schipp dir einen! Oder ist er? Ich habe meiner, hier, Mietz, hier! Ich hier. Frage mich, ob für nicht jeden schlechten Witz, den ich mache, ein süßer Vogel vom Tod vom Himmel fällt. Nein, für jeden schlechten Witz, den du machst, hast du ein weniger Karma. Der weißt steht du, schon bei minus 2. Ich hab den Overflow gebracht mit meinem Plus weiß nicht wie viel. Verdammt. Amore, er will Liebe haben. Guck, er will Amore haben. Dann da liegt ein Arm rum. Amore. Da haben nicht genug Geld. Aber ich hab 600. Verdammt. Das ist toll. Verdammt. Möchte ich noch eine Runde mit dieser Kummelwaffe rumrennen? Du liebst doch die Double Barrel. Ja, total. Wenn es eine Waffe gäbe, mit der ich mich erschießen wollte, die Double Barrel wär's. So, stehen wir wieder rum, 10 Sekunden. 3, 2, 1, Miep. Ich verstehe nicht, warum alle immer auf dem offenen Platz hier stehen. Das nervt so, weil da muss ich ja mit hinstellen, aber es bringt halt auch nichts. Weil ich meine, auf dem du kannst dich auch einfach in einen geschlossenen Gang stellen und dich freuen. Ja, aber da droppt nichts. Ich meine, Viecher, Dinge. Bla. Da droppen keine Sets. Oh, Viech, komm her. Wieso heißt das eigentlich? Fische können gar nicht an Land laufen. Hier für die Killing Floor. Oh, was ist das? Nein, aber Fische können Fahrrad fahren. Ich weiß. Bis ich ihm das Fahrrad geklaut habe. Touchdown! Und die Leute behaupten, dass keine Fische Fahrrad fahren können. Hast du denn schon mal einen gesehen? Also wenn nicht, dann kannst du auch nicht sagen, die können es nicht. Ich habe schon einen Fisch gesehen, der Fahrrad fahren kann. Aber hast du schon mal einen Fisch gesehen, der Gewicht heben kann? Das ist doch einfach.
Hier, für die Killing Floor 1 erfahrene Liga-Elite hier, die sich so schimpft. Was heißt eigentlich Z? Zoo eines Diktators oder was? Ist das nicht. Es hatte kein. Nee, ich glaube, es hatte keinen Zischlaut. Nee. Ist die Kurzform von Specimen? Because fuck you, that's why? Specimen. Z. Ich glaube, das Wort ist schon ein bisschen älter. Das ist eine Tagesaufgabe jetzt. Wie heißt ich der? So viele Aufgaben, die ich nicht tue. Aber das macht eine mehr oder weniger auch nichts mehr aus. Nein, also, nicht nachladen! Granate schmeißen! Nicht nachladen! Das nennt man Karma-Punkte. Dann hast du so viele Karma-Punkte gesammelt, dass dein Charakter jetzt verwechselt. Ja, Grammatik. Granate und nachladen. Ey, der Hund? Vielleicht. Busch! So, jetzt werden die synchronen Google-Skills verwendet. Hang! Schon wieder eine ganze Welle hingeritten hier. Was macht ihr denn immer mit den ganzen... Oh, jetzt klaut ihr mir auch noch die Munition! Ah! Oh, in Killing Floor 1. Das war der epischste Dodge aller Zeiten. In Killing Floor 1 gab es eine Z-Eradication Device. Ja, die Z-Gun. Die Z-Gun, musst du dir vorstellen wie ein, Laser? Ziemlich fettes MG. Oh, schade. Das warte, hab ich warte, das musstest du sammeln. Jetzt überhaupt hinlaufen, ja, da unten hin. In der Mond-Map. Macht ja auch Sinn. Zombies auf dem Sets auf dem Mond. Also heißt es Zoo eines durchgeknallten, oder was? Was? Also heißt es Zoo eines durchgeknallten. Ganz genau, Zoo eines durchgeknallten. So. Das könnte sogar tatsächlich stimmen, aber warte. Origin of the nickname Z. Don't use the C-Word. Z, Z, Z. Du kannst ja Z sagen. Weil Zombies, also scheinbar ist es, weil Zombies mit Z anfangen. Und Z bedeutet Z. Coole Sache. Z bedeutet Z. Also nein, wird Z-E-D oh. ausgesprochen. Ich denke, das ist der einzige Grund, warum ich hier bin, weil man hier immer wieder was lernt. Oder auch nicht. Also, liebe Kinderchen, die hier zuhören, Z bedeutet genau Z. aufpassen. Und Z ja. steht für Zombie. Wow. Aka das, was hey, im echten Leben ist. Warte. Nicht so schnell. Ich komme nicht ganz mit. Was, das mit dem echten Leben oder soll ich dir das davor nochmal erläutern? Alles! Please, also, wir spielen hier gerade, wir sind in der Milchstraße. Auf dem Planeten Erde. Was ist dachte ich auch erst. Aber Aldebaran wurde halt noch nicht gefunden. Ja, aber eine Milchstraße kann gar nicht sein. Die müsste ja ständig erneuert werden, weil sonst schimmelt die ja sau schnell. Ja, wird sie. Es werden regelmäßig Kühe ins All geschossen, damit neue Milch produziert wird. Das nennt man auch indisches okay. Space Program. Deshalb sind die ja so heilig. Dann natürlich. Es fängt jetzt alles langsam an Sinn zu machen. Ja, wir wissen ja, das indische Wort für Kuh heißt eigentlich übersetzt Weltraumgöttin. Mhm. Okay, wenn du Zeitlupe auf einen Crawler schießt, der dich gerade anspringt, dann wird sein Kopf weiter nach vorne wandern und sein Körper nach hinten. Ich finde das ein wichtiges physikalisches Experiment. Knautschzone von Crawlern rausfinden. Vielleicht verwenden wir sie bald als Airbag. Also eine Knautschzone, ich hab nur was hier los? Ausbreitungsradius berechnet. Ausbreitungsradius in wie? Bei Hitze dehnen sich Crawler aus. So, also brauchen wir jetzt Kryo-Bullets und müssen gucken, ob sie sich zusammenziehen. Und mit Hitze meine ich 50 Gramm Buschrot pro Quadratzentimeter. Also müssen wir aber die genaue Dichte von Schrot bestimmen. Das ist aber bekannt, das ist nämlich das Blei. Und ja, dann sag mal an, was ist ein Blei? Oh, Bananen. Hier ist ein Husky in der Tür. Scheiße. So, out of ammunition. Ammunition. Out of Amure. Ey. Oh, das meinst du hier hinten. Guckt euch mal, hier ist Blut an dem Krankenwagen. Ich werde diesen niemand reingefahren, oder? Ich hab Skalpell. Au. Oh. Die stärkste Nahkampfwaffe im Spiel. Was? Mit 60 Angriffen die Minute, 15 Schaden.
Er ist der Buff, ne? Jo. Ja. Durch mein Skalpell kann ich nämlich durch die Pylonen durchlaufen. Yay! Please tell me more. Könnte ich, aber das würde deinen Geist übersteigen. Du bist nicht Jaden genug dafür. Was? Negativ? Wieso? Negativ! Weiß doch nicht, was er will. Geister, wenn unsere Gehirne nicht real sind. Geister! Geister! Weißbrot. E-Master will mitmachen. Ja, dann hat er Pech, ist voll jetzt. Ah, das kriegen wir schon leer. Runde 5 fängt an, ich krieg den schon leer. Es geht ganz schnell. Ich habe gerade 2 Munipacks aufgesammelt, meine Munition ist nicht gestiegen. Ein Mann, ein Wort, ein Scrake. Ja. Na dann aber los, müsste jetzt gleich losgehen, in so ein paar Sekunden. Ja. Dann hol den doch mal hier rein. Ah, die ist so klar, dass Game Master auch als Testsubjekt, auch wenn, okay, zählt ihr eh alle. Also, machen wir jetzt wieder Hunger Games. Ich liebe Hunger Games. Nein, wir spielen okay, hier Hunger Games, okay, dann klebe ich an dir. Das ist keine gute Idee. So, dann bleibst du bei mir, so. Oh, jetzt hat er mich zugeweldet. Ja, dann musst du damit leben jetzt. Und jetzt haben wir einen Typen eingeweldet. Ich bleib bei meiner Treppe. Oh. Ja. Ah, Moment, ach so meinst du das? Ah, ich verstehe. Du hast recht. Hopp, lauter. Nein, so funktioniert das nicht. Shit, der hat aufgeweldet. Platsch liegt er da. Ja, nee, dann geh ich. Der Dicke. Warum ist hier niemand? Warum ist hier niemand? Du wolltest Hunger Games spielen. Das heißt, du musst die Leute suchen, die du töten willst. Er folgt mir. Warum folgt er mir? Hallo, wer seid ihr denn? Wiedersehen. Ah, guck. Ring, ring. So, jetzt kommt wieder die Message. Der ist im Hotel unten. Der ist unten im Hotel. Und der Strike geht los. Und auf mich. Nein, lauf. Ich glaube, ich bin weg. Bin mir nicht sicher. Er hat ihn umgebracht. Hat den Strike überlebt. Nice. Cool, ich bin einfach nur weggerannt. Dann, wenn sie schwer verletzen, trete ich als Heiland auf und heile sie, um sie in den nächsten Strike zu schicken. Es ist so wundervoll, ein kranker Psycho zu sein. Manchmal frage ich mich, spüren Gamer Schmerz? Und dann denke ich mir, ich hoffe doch mal, sonst verschwende ich hier ganz schön meine Zeit. Sagte er, als vor uns noch sein Kopf von YouTube fallen. Was ist mit dem Kopf von YouTube? Moment, YouTube hat... Was? Verwendest immer so große Sätze. Ich hau an der Skala, kurz, from one to ganz banana, ganz kurz und knapp wie bei Hunden. Sitz, Platz, aus. Fuß. Aber mindestens. Ich hau von ein Bananas. Okay, mehr als 9 Bananen, damit könnte man über mich reden. Was bist du? Dass der Mann alle Elefanten auf der Welt Rüssel an Rüssel zum Mond legt, dass alle Elefanten erstecken würden. Ich wollte dir gerade die Pointe versauen, ne? Ja. Aber du bist jetzt so vorgekommen, indem du die Pointe einfach erzählt hast. Die Runde geht an dich. Das war der Sinn der Sache. Schlick doch mal. Was bist du? Wenn alle Menschen eine Menschenkette um die Welt bilden würden, dass die meisten von ihnen ertrinken würden. Wusstest du, dass wenn du alle Asiaten der Welt in eine Reihe stellen würdest, die Reihe nicht aufhören würde, weil sie eine hohe Geburtenrate haben? Der war irgendwie nicht witzig. Ja, aber es stimmt. Ja, ganz genau. Wow, hast du mal gesehen, ich bin so Metal, dass ich hier Stück aus der Säule schlagen kann. Holy fuck! Nein, du bist mir zu Metal, hör auf. Ernsthaft, komm mal mit hier, das ist doch ein kranker Scheiß. Ich komm mit, wenn du mir ungefähr 700 Dosch gibst. So glatt er gar nicht. Dosch.
Dosch! 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 Mensch, hau eine Leckerei, Mensch, da! Ob da hier, Justin! Ich kann sogar Stücke aus diesen Automaten schlagen! Dosch! Oh, nett! Komm mal mit hier! Wo bist du? Ah, wow! Ja. Das sieht man nur kleinzeit. Komm mal her, komm mal her, komm mal her! Guck mal, und jetzt, Achtung! Das sieht man nur kleinzeitet. Oh, schade. Sieht ziemlich metal aus. Ich weiß, das sehe ich nämlich gerade. Oh mein Gott! Die können gar nicht ver- Oh nein, wir verlieren. Das ist ein Field Medic, Mr. Foster. Der wahre Mr. Foster ist aber Support. Ja. Solange nicht wieder irgendeine U-Bahn-Tür zugewaltet ist. Wiet, wiet, wiet! Können wir tatsächlich diesmal den Boss besiegen. Dann streng mich an, Mann! Ist der schon tot? Tatsächlich. Inkredibile! Sacre bleu! Warum ist hier niemand? Ich brauche Dinge, die ich zerstören kann. Du hast doch noch deine Zukunft. Hey, der neue Horrorfilm Rewe. Kommt hierher, hier steht's, der neue Horrorfilm Rewe. Gott, Husk. Zu spät. Er ist History. Warum ist hier niemand? Ich brauche... Oh, hallo, hallo, hallo. Wiedersehen. Hallo, Wiedersehen. Und hier ist Schrödinger... Schrödingers Kette ist ja auch noch dabei. Schrödingers Kette? Ja, es ja. Ist genauso wie, was ist, wenn du ein Strike hinter der Wand ein... hinter der Tür einweldest, dann ist es Schrödingers Strike. Du weißt nicht, ob er Rage erst, wenn du die Tür öffnest. Und da wird er wahrscheinlich ragen. LOL, 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 LOL. Stopp, Gag, lauf! Ja, der hat mich auch wieder down gekriegt. Das gibt's. Ach, ich wette, du weißt nicht, was Gag bedeutet. Ach ja, ich habe früher sehr oft Gag benutzt. Ich habe mit vielen Allianzen kollaboriert. Aha, und was heißt dieses Wort? Hicks, LOL. Da fehlt noch ein Wow, Krieg. Und in welchem Jargon? Allianzlich. Nee, das ja, geht du, in beiden Richtungen. Du bist Fall. Nicht vorbereitet. Es geht, du siehst mich schon nicht aus Allianz-Effekt sagen. Oh nein! Das hast du jetzt nicht gesagt. Ich sag nicht, du hast Grundwissen über beide Fraktionen. Ich beschäftige mich nicht mit den Dingen, die ich esse. Ich kann dir gerade nicht ganz folgen. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich den letzten Satz akustisch nicht verstanden habe. Weil, ich meine, Allianzle, hallo? Welcher normale Mensch würde sich mit sowas wie Allianz beschäftigen? Eben. Ich muss doch schwer bitten. Ich meine, die meisten, die Allianz spielen, sind unter 12 und sagen, hey, die Horde ist böse, weil die sehen voll hässlich aus. Dann sind die bestimmt die Bösen. Ich hau ab hier. Und in Wirklichkeit sind beide die Bösen. Oh. Wenn wir denken, dass die Elfen rassistisch sind, Zwerge sind Arschlöcher und die Menschen haben KZs gehabt für Orks, würde ich sagen, wir haben einen Gewinner beim Bösen. Tatsächlich sind beide böse und stellen den jeweils anderen per also, Propaganda böse da. Ich habe bei der Horde in der Kampagne nichts Böses feststellen können. Exakt, deswegen muss die Allianz-Kampagne spielen. Ich habe alle Kampagnen von Warcraft gespielt. So, oh Achtung! Nein! Das hast du nicht. Die Quest Help, was will er denn? Wir sind alle doch da. Alter, es ist Craig. Das einzige böse Orks waren die unter Dämonenherrschaft waren. Die konnten ja auch nichts dafür, die armen Kerle. Ja, aber Illidan kann was dafür. Illidan ist nach der. Doch, erledigt. Ja. Und weiter? Ist auch Allianz. Nein, Illidan ist nicht mehr Nachtelf. Bitte. Explain. Er war Nachtelf, das stimmt schon. Allerdings stand er dann irgendwann auch unter dämonischem Einfluss. Ja, aber was hat das mit der Horde zu tun? Nichts, genauso wenig wie mit der Allianz. Ja, aber. Da was schneide ich alles raus. Nein, ich mach nicht die Taube. Dann wird alles mit Musik hinterlegt. Ich habe einfach nur ein professionelles Ablenkungsmanöver gestartet. Also hast du nicht gemerkt, dass ich dir in Wirklichkeit deinen gesamten Dosch geklaut habe. Ach ja, ich habe aber noch Dosch. Echt?
Ich habe Lead Dodge. Oh, tatsächlich. Nein, 1300 Dodge. 1, 3, 5, 5. Junge, Junge, Junge. Lass mich. Wo hat er den, ja, denn, das, wo hat er den denn her? Wir haben Inflation. Lead ist jetzt höher. Bist du nicht sicher, dass da eine Deflation sein müsste? Nein, Alter. Ich dachte, jetzt aber ich auch die Währung an der Dosch gemessen wird gesunken. Ich dachte, ich bin der, der nicht ein Brutto von Netto unterscheiden kann. Brot von Netto? Wir wissen doch, Brutto ist ein Einkommen und Netto ist ein Supermarkt. Oh, du hast mein Leben verändert. Wieder einmal. Ich weiß. Weißt du, diese Typen da mit den Stacheln, die Slasher. Wenn die so auf einen Zug gekommen, während die Hände so übers Gesicht treiben, erinnern die mich an ein Kind, das gerade vom Friseur kommt, seine neue Frisur nicht mag. oh mein Gott, was ist weg, Mami? Damit haben wir ein Kindheitstrauma entdeckt. Könnte ich auch der Betrunkene sein, dem er die Haare voll Alkohol gekippt und angezündet hat? das schon näher, guckt ihr. Der wird sich aber weniger durchs Gesicht streichen. Dazu gibt's einige lustige YouTube-Videos zum durchs Gesicht streichen. Gibt's die Typen, die ihren... Oh, fuck! Echt, die Typen kenne ich nicht, nee. Sag mal. Macht mal. Diese Typen, die ein, die so einen Drink haben, den man voranzündet. Ja, trinken, und dazu dämlich sind, den aus... Ja. Über das halbe Gesicht zu kippen. Die reiben sich durchs Gesicht. Die reiben sich durchs Gesicht. Die reiben sich nicht durchs Gesicht, die reiben ihr Gesicht im Wasser. Oh, Flashbauen von rechts! Ich habe einen Besucher für euch mitgebracht. Den könnt ihr behalten, wiedersehen. Flashbauen von rechts? Nein, ich meine den Besucher. Flashbauen von rechts! Activated! Trigger, fuck! Karma! Karma! Heute geht's alle zurück. Laufen die Treppe hoch. Nur einer stand im U-Bahn-Tunnel. Und ich weiß genau, wer im U-Bahn-Tunnel stand. Der Typ, der jetzt den Flashpawn im Kreis zieht. Bis er sich gedreht hat. Ich bin gut darin, nutzlos zu sein. Ja, du bist tatsächlich gut darin, nutzlos zu sein. Meine Fresse, die halten aber aus hier. Oder wie Nikola Tesla schon einmal sagte, Ravioli, Ravioli, gib mir die Formel Joli. Wahre Worte. Müsli, yam, yam, yam. Sollst kein Zitat, das im Internet steht, trauen, Fag. Abraham Lincoln. Du hast vergessen, dass es ein Twitter-Post von 1730 war. Ja. Und nicht mal Quellen kannst du belegen. Alter, ich kann immer die Augen vorquellen. Komm doch her! Du musst dich aber warnen, ich bin ziemlicher Lauch! Da kann ich dich erschnitten, du Lauch! Too much punk! Too heavy! Und ich hab keine Munition mehr! Ach komm, als hättest du eine andere Statur! Verarbeite dich zu vermischt. Ich verarbeite dich zu gemischtem Salat, Leute, Junge! Kann ich euch das mitbringen? Es ist sehr wütend groß und im Anmarsch! Deine Mutter? Ja. Ich hau ab. Mensch, aber gibt's ja zwei. Was zum Schießen. Nein, Mist! Karma! Heute triffst du den richtigen. Ich hab das mit denen abgesprochen. Aber den oberen? Verdammt, warum ich hab extra bei Tripwire nochmal angerufen. Warum zur Hölle sterbt ihr nicht? Bitte in den Quellcode /focus eingeben. Es ist offensichtlich jetzt keiner totgegangen. Respekt, Junge, Respekt. Weil du alleine rennst und wir zu fünft hier stehen und Shotguns besitzen. Es ist so schlimm, dass heutzutage jeder eine Shotgun hat. So. Lächerlich. Okay, bis auf Cloud. Cloud hat keinen. Obwohl Cloud ist eine A12. Ja, die wird regelmäßig benutzt. Wie levelt Cloud eigentlich, wenn er die ganze Zeit auf das ist der benutzt. Punkt, Cloud hat alle Level. Stimmt, Cloud hat ja auch mal. Ich weiß auch nicht, was Cloud macht. Spielst du auf der Arbeit? Was? Nee. Schläfst du? Nein. Was ist dein Geheimnis, Cloud? Was ist dein Geheimnis? Tja. Lerne von den Besten, setz es gut um. Von keine Freunde und keine Familie. Wieso, Kaffee ich hab euch das reicht doch. Kaffee und Kinderseelen, stimmt, ja. Ich hab so lange keine mehr geopfert. Wisst ihr, es ist inzwischen so schwierig,
ein ordentliches Pentagramm mit denen zu zeichnen, weil bei dem ganzen Scheiß, den die fressen, ist denen ihr Blut so ekelhaft schwer zu spüren geworden. Ja, diese ganzen scheiß zuckerkranken Kinder. Das geht einfach nicht mehr. Können die Eltern nicht ordentlich füttern, bevor ich sie opfer? Ich schon kommen. Das ist der, du musst Blutopferritual bei Ries. Ja, mach das. Die füttern sie ihre Kinder richtig für mein Wohlergehen. Ja, ich meine, überleg mal, wenn du musst mit einem fetten amerikanischen Kind machen, das ist wie als würdest du mit Sirup arbeiten. Wo ist denn der Unterschied zu deiner Mutter? Die zieht dabei nicht so Fäden. Ach, stimmt. Ich frag dich nicht nach Mountain Dew Doritos in dem neuesten Call of Duty. Hier, da unten kommt er, in the Tunnel. In the Tunnels? The Flashbound? In Tunnel ist er, ist the Skrek, the Schreck. Der Schreck. Ja, da hab ich das einfach nicht hinleitet, ne? Wo ist deine Skrek? Da ist ein Skrek. Ein Fleischpfunder. Ein Fletchpound. Ein Flisch? Warum stirbt die nicht? Mann, was gibt's denn? Die steht die ganze Zeit hinter dir, schießt auf die stirbt nicht. Ja, voll die geile Idee. Ich muss sagen, Illidan sieht in seiner Dämonenform schon ziemlich cool aus. Verdammt, ich wollte eigentlich das ausprobieren. Ich hatte den perfekten Campspot gefunden. Der Flashpound hat gerade eine voll verkackte Fokus, irgendwas. Bla. Hauptsache er rennt im Kreis. Er will mich schlagen. Also hier kann ein Flashpound rumstehen, dann will er dich die ganze Zeit... Oh, jetzt ist er hochgeglitscht. Mensch. Ape Engine. Hab ich gesagt, dass sie funktionieren muss. Ja, wir sollten ein Stück weg hier. Ist vielleicht etwas ein Break, so rechts neben mir. Break, Gott, ich sag schon falsch. Schreck. Ein Skrake? Skrake. Hey, Shigorat. Willst du den da haben? Nein, aber ich weiß, wen der jetzt haben will. Ist noch einer, von rechts. Ha, das finde ich aber nicht in Ordnung. Nur weil die ihre, am rechten Arm ihre Kettensäge haben. Oh, wie findet man noch tot? Du bist ja langweilig. Der war nicht lustig. Ist gestorben. Und mit 9. Ja, das ist eine gute Idee. Du hast doch 79 Versuche. Wupp! Ja, weg von mir. Ist hier jemand? Hey, oh, ist hier jemand? Oh, die wollten auf den Boden schauen. Du machst sie kaputt. Überleg mal, die suchen ja eigentlich gerade nur das Victoria's Secret. Ja, jetzt überleg doch eigentlich mal für Frauen. Was ist denn das Geheimnis von Victoria? Niemand weiß es. Niemand will es wissen. Glaub mir. Du kennst das Geheimnis von Victoria also. Das Geheimnis von Victoria ist, dass sie haarig ist wie ein Reh. Wo ist denn der Unterschied zu dir? Naja, ich hab nicht so geile Titten. Ah, okay. Du hast so eine Art Titten hier wie aber von den Blöden. Ich habe kein Geld dafür, ne? Aber da unten habe ich ein fettes Geweih. What? Du solltest vielleicht mal deinen Keuschheitsgürtel ablegen. Du kommst nicht. Oder zum Arzt gehen. Oder so. Das ja, musst du mit Flipper mal behandeln. Mit. Ja, der ist echt. Oh, guten Tag. Monsieur. Monsieur, wollen Sie eine Bleirigen? Ich kaufe Ihnen eine Bleirigen. Träge, brumm brumm. Hey, guck mal, der tankt ab. Hey, ich hab ne Säge. Steck in der Wand. Ist der da tot oder nicht? Man kann ihn schlagen, dann wabbelt er. Ja. Ich wollte nur mal so nebenbei sagen, ja, wir spielen auf hart und nein, er fühlt sich nicht hart an. Ich meine, es fühlt sich nicht hart an. Meine. Guten Tag. Nimm die Hand aus der Hose. Guten Tag, mein Name ist Klingmeister und wir spielen heute Killingflur. Killingflur? Plot Twist, ich bin gar nicht Killing. Ich bin gar nicht Killingflur und ich bin noch nicht Klingmeister. Und das heißt Killingflur. Kinder, probiert das bloß daheim. Nehmt euch einfach einen x-beliebigen Typen, füttert ihn 3 Tage nicht, stecht ihn willkürlich in die Haut und initiiert ihm irgendwelche nicht suspekte Flüssigkeit. Ach so, hab ich damals mein Teddybär gemacht, jetzt erinnere ich mich. Oh Mann. Ah, steht auf der Mülltonne. Hübsche Farben?
Cloud, guck mal, recyceln die denn? Das kann man gar nicht lesen. Da drauf. Alles in eine Tonne. Alles in eins. Alles in eine eins. Tonne. Wahrscheinlich steht da das noch auf. Da kannst du sogar Öl Gesichtern. Reinkippen. Ja, ich mag kein Wunder, dass die mehr erobert werden. Ein Plastikstuhl, Geschenke. Ich meine, guck mal, wie blutig und zerstört es hier einfach aussieht. Ja, nee, ich würde sagen, es ist ein normaler Tag in Paris. Eiffelturm putt. Das ist eine Ach, der Eiffelturm ist eine Fackel. Nein, das ist der schiefe Turm von Eiffel. Der Eiffelturm heißt doch Eiffelturm, weil man auf der Eiffel ist, oder? Was? Ja. Das ist genau. Okay. Hier, Schreck von rechts. Der Dann gehe ich nach links. Unten. Schreck von rechts. Und jetzt kommt der Schreck von rechts. Der Middle-Over Street. Schreck von rechts. Kommt der Esel links. Von links. Wow, das finde ich ziemlich erschreckend. Erschreckend? Shrek is love, Shrek is life. Erschreckend. Oh, Sag das ja nicht so oft, so fliegt er durch der Fenster. Raged Flashbone inside. Oh, hier ist noch ein Scrake. Der hat mich aber lustig angestarrt. Sagen, ich lauf ganz langsam nach hinten weg. Und weiß ganz genau, wo ich hinrenne. Hallo, nicht der Mann mit deiner Maske. Hättest du reagiert, wenn ich jetzt noch ein Schreck an deinem Po kleben würde? Noch ein Schreck von rechts. Eilt STM. Justin. YMCA. Keine Ahnung, was bedeutet. YMCA. Young Men's Christian Association. Was? Ich bin voll gekotzt. Wie war langweilig, ich hab nachgeguckt. Mach mich sauber. War weniger überraschend, als ich dachte. Das sagte deine Mutter damals auch. Tja. Wenigstens hat meine das nicht über mich gesagt. Oh. Ja, stimmt. Du warst geplantes Chaos. Eben. Ungeplant und trotzdem enttäuschend. Komm, immer überraschend. Vergiss nicht das plötzlich. Besser unerwartet als daneben, oder? Besser in einem Stück formuliert als dreimal wiederholt. Das finde ich echt unfresh von dir. Hier läuft eine kleine Spider-Familie, bitte. Mach's weg. Bitte aufpassen. Hier läuft eine kleine Spider-Familie. Lass die doch mal. Das ist nicht nett. Mr. Foster. Das ist echt nicht nett. Foster? Weißt du, hier ist gerade einfach eine kleine Spider-Familie langgelaufen. Immer nach links, nach rechts. Wollten nur über die Straße gehen. Eben, und wollten die Cloud besuchen. Ja, genau. So. Warum sind die Hühner über die Straße gelaufen? Weil sie behindert waren. Bist. Warum sind die Hühner über die Straße gelaufen? Weil sie die Atomraketen von Nordkorea ausweichen wollten. Apropos, ich brauche mal wieder Munition für meine Arme. Der Mensch ist übrigens entwickelt worden zu der Aussage, wie weit die Atomraketen von Nordkorea reichen. 5,83 Meter und ein paar zerquetschte. Bis Omas Hühnerhof. Und drei Bananen. Ja, Omas Vergiss Vorgarten. Nicht die Bananen. Omas Vorgarten wird nicht mehr so grün sein. Vielleicht strahlt er ja noch grüner. Oh oh, der Shrek strahlt. Der Shrek strahlt? Radioaktiv oder mit Wärmeenergie? Ich würde einfach nur sagen, mit viel, viel Liebe. Erneuerbare Energie? Liebe ist leider nicht erneuerbar. Deshalb haben Bitches so wenig davon. Oh. Aua, wo kommt der denn jetzt her? Ich bin sick. That's what she said. Alter, meine Herren. Ich habe irgendwie die gesamte Welle nichts zu tun. Ja, so sehen auch deine Kills aus. Ja, ich weiß. So, letzte Runde und dann kommt Boss. Dann kommt weiter. Die berüchtigte 10. Runde. Die berüchtigte 10. Runde. Passt auf, wenn ihr hier übers Blut rennt, hier, das ist rutschig. Deine Mom ist. Wird Zeit, dass Viscera Cleanup Killing Floor 2 rauskommt. Viscera Cleanup Shadow Warrior hat es ja schon in sich. Aus Langeweile habe ich die ganze erste Halle sauber bekommen, dann habe ich gemerkt, es gibt noch 4. Und ein Oberstockwerk. Bringt dich dieses Spiel auch dazu, dass du dein Leben in Frage stellst? Tatsächlich.
Ich habe mich mehrfach gefragt, wie ich 4 Stunden in einem Spiel, in dem ich putze, verbringen kann. Naja, irgendwer muss ja diese Schweinerei wieder für die nächste Runde sauber putzen. Ich kann dir gleich mal ein Video schicken, um zu zeigen, wie schön man dieses Spiel kommentieren kann. Ich meine, das Blut sieht sehr hübsch aus. Also ich könnte es auch noch einen halben Tag anstarren. Aber es ist halt ekelhaft, dann die ganze Zeit durch Blut zu baden. Ja. Dieser Eisengeruch, der sich durch Paris zieht. Ich hab eine Gasmaske. Ich meine, schön so Weltkriegsfeeling aufkommen, aber nee. Ja, aber ich meine, wenigstens haben sie keine Krankheiten. Ich meine, wir... Nein, sag's nicht, Stefan wird recorded. Schneid die raus, mein Schuh. Du solltest nicht weiter sprechen, du möchtest noch in diesem Leben Jobs haben. Und eine deutsche Staatsbürgerschaft. Du weißt ja, du darfst in Deutschland eine freie Meinung haben. Was ist jetzt irgendwer, gefällt. Ach hey, ich wurde geheilt von, hast du nicht gesehen. Tralala. Ja, ich hab dich geheilt. Danke. Bitte. Für die 2%. Mensch, immer von der Seite. Rum, rum. Wolltest du es auch wissen jetzt? Das ist voll boring. Es wäre eigentlich lustig, wenn jetzt random ein Server-Admin hier reinjoinen würde. Als Drake in Pepsi-Ausrüstung. Kennt ihr die Pepsi-Ausrüstung? Ja. Gestern gesehen. Ich finde, es sollte in dem Spiel einen Gunsorker als Gegner geben. Flashbauen von rechts. Drake von der Treppe. Es sollte Shrek in diesem Spiel geben. Was macht ihr in meinem Sumpf? Das ist als Phosphor, ja? Es ist vor allem, da kommt nicht diese Videoeinblendung wie der Spawn, sondern ihr hört einfach nur diesen Ruf von dem. Was macht ihr in meinem Sumpf? Das ist wirklich unheimlich, meine Freunde, wirklich. Shit! Und dann kommt die Map Swamp, ne? Gab's nicht sogar im ersten Teil eine Map namens Swamp? Ja. Perfekt. Schreib mal bitte Tripwire an. Jawoll! Wir haben die nächsten Settings für 3 Monate. Das wäre so verdammt. Hinter dir, ey. Klinge, hinter dir. Cloud, willst du den haben? Nein, ich bin eh weggelaufen. Okay, dann behalt ihn. Ich bin weg. Oh shit, ich komme wieder zu dir. Ich habe herausgefunden, es ist nirgendwo so schön wie daheim. Zu Hause ist, wo dein Wi-Fi sich automatisch verbindet. Was? Genau, zu Hause ist, wo sich meine Waifu automatisch verbindet, was? Soweit sind wir also schon. Soweit bist du mit deinem Leben. Waifus. Ja. Und? Muss man mit den Trends gehen, Alter. Alter, ich schon, ne? Wenn du weiter mit Trends gehst, klatscht es. Ja. Weißt du, in dem Fall... Weißt du, in dem Fall nähert sich der Trend mit 500 km/h deinem Gesicht. Oh shit, warum nähert sich wirklich hier noch 500 km/h Frank beim Gesicht? Flashbot, was auch immer! Mr. Foster! Gott! Stop hitting me! Stop hitting me! Das wird der Song von Shrek. Hitting me! Stop hitting... Oh genau, hit den! Schlag ihn! Don't touch me, I'm famous! Ich muss hier weg. Ich die beste und schlechteste Entscheidung gleichzeitig sein. Warum kommt denn da noch einer? Ja, hier genau, lauf da durch, lauf da! Behalt ihn. Wechselgeld kannst du auch haben. Sehen. Oh, Scheiße. Ist am Reiz hin, ja. In der U-Bahn. Oder in der Metro. Oh. Hey, Klaus. Und ist mir egal, wir sollen ja hier überleben, nicht? Ah, du hast ihm den Spaß versaut. Ah, umgekehrte Psychologie, ich verstehe. Ja, hinten kommt ein Schreck. Ein Schreck? Shrek is love, Shrek is life. Ah, ich sehe schon. Stopp, tschüss! Ah, shit, warum? Nein! Die sprachte die Tür! Ah! Die Richtung. Hier kommt irgendwo ein Flashbound. Da unten ist erstmal Munition, das ist schön.
Aus der anderen Richtung kommt ein Strike, nehme ich an. Ja. Da kommt ein weiterer Flashbot. Es ist kein einziger. Oh, endlich. Es ist schon niemand. La 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 la. Den wollte ich aber, ich habe inzwischen vergessen, warum ich den Tod sehen wollte. Ach, egal. Weil er dir am Anfang was geklaut hat, ah, oder genau, so? Ah, genau, der hat eine Waffe aufgesammelt, die ich schon für mich beansprucht hatte. Oh, Flashbound, Flashbound, komm mal mit! Oh, shit! Wow. Instant Karma! Ich hab den Geist gemacht! Oh, shit, Vorsicht, viel nett! Yo, Anders tot! Ich hoffe, die übertreibt es nicht. Los, drauf da, auf den anderen auch noch! Ich schmeiß eine Granate runter und feuer drauf! Ich kann nur nicht nach vorne rennen! Oh, sind sogar zwei. Nee, yeah, yeah. Zwei ist uncool. Falsch. Ist der Flashbound down? Scheiße! Verdammt. Dafür schießen sich jetzt ein paar Geldautomaten. Skate is angry. Deine Mom ist angry. Das ist ein Ding. Das müssen wir eigentlich hinschreiben. Na, mach mal. Ich will doch ein höflicher Mensch sein. Ich bin doch ich bin zu japanisch, um zu sterben. Nein! That's racist. That's racist. My wife will come and rescue me. Ich höre irgendwo ein Piu Piu Piu. Wow! Wow! Nein! Oh mein Gott! Wo kamen die denn her? Oh, was macht denn der Kerl? Und da, wo oh. ihr mich alleine gelassen habt, Faggots. Du bist alleine, seh zu. Oh nein. Hau ihn weg. Hier, da kommt ein Regitor, Regidings hier. Der kommt gerade angeflitzt. Das wird jetzt schlecht hier. Hinter dir ist Munition, da in diesem. Ich weiß, aber denke ich auch hin, bevor das Chaos losbrach. Heilung. Alter! Oh, der Mehl. Warum fällt er nicht um? Los, kriegst du. Tu es. Heilung. Warte, ich habe eine Granate auf dem Boden. Heilung, tu es. Hey, oh, das. What? Ey, nee, mach einen Tod, das ist doch bloß ein Husk. Okay, hallo! Okay, tschüss! Du schießt da, Mensch! Oh, schade. Schieß! Oh Gott. Lange gewesen. Jetzt kommt Hansi. Wir müssen das Ganze hier sehr ernst nehmen. Oho. Kommt alle herbei und nehmt meinen Geldregen entgegen. Ui, Deibel. Los. Egal, ich hab ein Sturmgewehr gefunden. Wo muss ich denn hinlaufen? 60 Meter, meine Herren. Der ganze Map laufen hier. Muss Messer nehmen. Ziehse Messer. Ist wie bei Counter-Strike hier, wa? Über alles Geld, meine Freunde. Ich warte schon auf die fabulöse deutsche Sprachausgabe. Geld hier! Holt es euch! Ich hab Geld hier! Ritsch, ritsch! Geldregen! Dosch? Oh, der zweite Medic ist weg. Wird er einfacher hier. Ja. Hallo? Auf was? Yum, yum. Happy Wiping. Schokolade. Pizza halt. Nein. Wow. Oh, er macht tatsächlich Damage. Er macht ordentlich Damage.
bleibt im AK-Feuer stehen. Der hat das ja Call of Duty. Wo rennt sie hin? Aus. Aus. Wo rennt sie hin? So, nein! Oh. Denk immer, werf doch eine Heal-Nate. Könnte dir helfen. Im Nachhinein fällt mir dann ein, jetzt ist es etwas zu spät. Oh oh. Oh 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 oh. Oh, danke, Sherlock. Hier ist ja, Hilfe! Halt den Cloud! Bin dabei! Wow. Ja. Danke! Granaten! Aneinander. Aue, 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 aue! Oi. Er hat mich gerade 96 Leben runtergeprügelt. 96 Leben. Einfach weg. Ganz spontan. Holy shit, der Cloud, der kommt zu dir, ne? Nee. Oh, Ammunition. Kackwurst. Verdammt. Sehe ich das richtig? Der ist erst orange. Oh Gott. Scheiße, ja. Au, 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 au! Warum sagt das Medium, dass da Granaten sind? Wir dachten, du hast Augen. Ich kam um die Ecke! Und dann brachte er mich um die Ecke! Kannst du vielleicht mir noch ein bisschen Heal geben oder irgend sowas? Wow! Er kommt hier hoch! Er kommt hier hoch! Er kommt hier hoch! Genau, fangen wir mit nach links runter! Warum haben wir das nicht schon von Anfang an gemacht? Na bitte. Jetzt brauchst du nur noch gefühlte 5 Minuten. Gleich grabt er dich. Fertig. So. Ja, ich weiß. Kommen wieder die anderen Gegner, ja. Ach, so. Auf enger Rechtsweg. Ich weiß. Schirm mich. Wo seid ihr? Ey, ich brauch die laufen U-Bahn, die laufen U-Bahn. Ich kann mich nicht selbst heilen. Wo seid ihr? U-Bahn. U-Bahn? Ja, er rennt gerade runter. Ich komm von der anderen Seite jetzt. Er ist in der U-Bahn. Ich renn von der anderen Seite. Oh fuck. Schießt. Moment, ich geh Free Camera und sag euch, wo er ist. Wo ist die Free Camera? Eben drum, wo ist die Free Camera? Das ist eine gute Frage. Ah, ist sie. Okay, gut, ich bin Hotel, ich bin auf dem Weg. Schießt da all! Schießt zurück, der kommt! Soul heilen! Ihr seid in der U-Bahn. Links, er kommt angerannt. Left Gas, rennt. Rennt weiter. Granaten. Stirb! Lauft! Lauft! Left Gas. Wow! Ich häng fest! Verdammte Scheiße hier! Vor dir. Ich bin gleich tot! Noch tot. Lauf, Cloud! Doppel AK, Soul tot. Ja, lauf, lauf! Ich hänge fest! Soul auch tot. Blöden Lampe da! Wir bauen da sowas hin! Unten am U-Bahn-Schacht. Mann, oh. Ich kann noch nicht heilen. Rennt hoch. Ich kann mich leider immer nicht selbst healen. Ah, warum? Bist alleine jetzt. Komm, kriegst hin. Oh, mein Spiel ich... scheiße ist. Oh. Easy. End. Doppellacker. Yay! Nice! Bosch! Haben wir jetzt gerade das erste Mal das auf Hard geschafft? Nein. Zumindest in meiner Anwesenheit. So. Ist das nicht schön? Da liegt er ja, ich kann gar nicht runter machen. Schön, fein gemacht, Jungs. Ich finde es sehr faszinierend, wie schlagartig alle Witze aufhören und alle tot ernst werden, sobald der kommt. Ja, natürlich, wenn du einmal Witze machst und die Konzentration findest, hast du es gegrappt und bist tot. Also, ich finde diesen Boss noch sehr beeindruckend.